Here beats the diseased and malevolent heart of Blackhand's plagued lands. The sister towns of Rockard and Stoneard are all that stand between the forces of the kingdom and Blackhand's stronghold, Blackrock Spire. After conferring with your war chiefs, the path to victory lays clear. You must destroy Rockard and Stoneard, thereby cutting off all lines of support and supplies, so that the final offensive can be made upon Blackrock Spire. Da füllt sich langsam die Karte, hm? Yeah! So! Yes. Yes, my Lord. Yes, my nächste Mission, lieber Zuschauer, was geht ab? Ihr schickt mal Leute rum, yes, my Lord. Zum Erkunden. Yes, my Lord. Your bidding? Yes. Yes, my Lord. Hallo, ich hätte gerne Mine. Yes, my Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Keine Mine. Okay. Oh! Der hat sich hier vermanövriert. Da drüben ist sie. Okay. Hier auf. Oh, nicht du. Hier auf hier. Harvesten. Oh. Geht's hier noch weiter? Ich hoffe mal nicht. Ich brauche unbedingt einen Heiler. Okay, okay, okay. Bogenschützen hier. Und du versteck dich mal einfach irgendwo. Farmen sehen okayisch aus. Baue ich gleich mal eine. Ja, das mach ich direkt. So, Bams. Das Gebäude hab ich mit erwischt. Ich hoffe mal, hier von links kommt keiner. Ich hoffe mal, es kommt keiner. Ist immer die beste Sache. Ich brauche Straßen. Ich will gerne hier unten ein bisschen was hinbauen. So, vielleicht. Yes, my lord. Ich will hier eigentlich nicht das nächste Holz gleich verbauen, bis hier Gebäude in der Nähe. Okay, okay. Vielleicht kann ich noch ein bisschen hier oben heilen und dann hier unten heilen. Wir brauchen mehr Geld. Work complete. Und irgendwann mal bestimmt auch Holz. Nö, das ist schon okay. Mal zurück. Ach ja, hier. Ich habe erst auf der Karte gesehen, dass noch ein grüner Pixel existieren war. Skorpione zum Umerkunden sind natürlich eine Idee, ne? Eine Idee, die ich oft und gerne habe. Warte, ich lasse ihn hier bewegen. Und sobald wieder angreift. Höhö. Dann schießen wir mal so schnell daneben. So, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Aber Zuschauer, was sagst du? Ich baue hier unten einfach noch eine Farm. Ich hole schon mal Holz. War ein bisschen früher als sonst. Sonst bin ich immer nur Gold. Gib mir Gold. Das kannst du mal schön vergessen da drüben. Wer kommt? Oh, wow. Ganz schöne Armee. Ja, da brüllst du mich zu langsam. Nein, 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 nicht sterben. Verdammt. Du rockst aber Poetry, das sehe ich. Komm schon, stirb! einmal heilen. Und ihr bitte alle wieder an die Arbeit gehen. Faules Gesindel. Jede Ausrede ist ihnen recht. Ich baue einfach alles. Hau mein ganzes Geld raus, weil bringt ja nichts, wenn ich es einfach nur habe und ich benutze. Was brauche ich als nächstes? Achso, ne, Dings habe ich ja schon, ne? The Stable. Ist auch mein Gemütszustand gerade. Der ist auch relativ stable. Aber auch nur relativ. Mach ich das so? Komm mal her, ich hätte gerne noch eine Schmiede. Schmiede brauchen wir für die Katapulten, ne? Schmiede und Lumbermill. Das sieht doch machbar aus hier.
Oh ja, der hat's erwischt. Das Katapult hat ihn getroffen. Eine weitere Farben. Ah ja, okay. Ich dachte schon, es kommt was Größeres. Defense. Und dann weitermachen. Oh, ich drücke mal S. Wieder neue Tastatur. Ha, ich stelle mich einfach hier drauf. Geht wohl nicht, hä? Keine Ahnung, ob das wirklich nicht geht. Oder ob er seine Animation abgebrochen hat, nachdem wir zu nahe gekommen sind. Okay, hey. Ich brauche hier mal noch ein Deo Krazinau. Oh. Ganz schön teuer, was kostet denn das Ding? 500, 800, wow. Komm schon, heile einfach irgendwen. Ist mir jetzt egal. Heile einfach nur. Können alle sehr gut Heilung vertragen. Erkunden, nicht erkunden, ist immer die Frage. Ich habe immer Angst, dass ich da jemanden anlocke, den ich nicht anlocken möchte. Oh. Nein. Nein. Okay, das lief ja noch super. Ups, Wolken. Muss ich das nächste Mal ein bisschen schneller sein. Ich wollte gerade etwas bauen, das wir ganz dringend jetzt brauchen. Ja, ein Deo Krazinau. Ist direkt gebaut und ich hätte gerne noch mehr Verteidigung. Und wir brauchen ein bisschen Holz. Bisschen Holz, bisschen Gold. Wie viel haben wir eigentlich? 20.000? Ist okay. Ist hier in der Ecke noch eine Mine? Yes! Mach ich auch einfach zu selten, ne? Die doppelt und dreifach anklicken. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich noch ein paar Skorpione. Für defensive Zwecke. Wir brauchen noch einen Turm. Okay. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Greif das Ding an. Greif es an. Mach's kaputt. Nein. Nein, nein, nicht das Katapult. Das ist die beste Waffe, die wir haben dagegen. Ah, fuck. Ach komm, greif den einfach an. Mach den einfach kaputt. No. Ah. Oh, fuck. Boah, ich drück doch mal die falsche Taste hier. Ich drück doch mal S. Na klar. Stinkerwolke fehlt mir noch. Ist jetzt alles? Nö. Hier ist nicht alles tot. Okay, hey, easy going. Boah, ich hole mir echt einen Schwitzen. Ich brauche viel mehr davon. Offensichtlich. Stimmt ja. Research Major Summoning. Ja, eine größere Beschwörung. Ja, die habe ich auch irgendwo verstreut. Die größere Beschwörung können wir erforschen. Die Orks haben offensichtlich Dämonen, die sie beschwören können. Wir haben hier das da. Was auch ziemlich gut ist. Ich helle erstmal hier ein bisschen rum.
Yes, my lord. Bidding. Yes. 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 Yes, my liege. Man weiß, müsst ihr auch unsere Bauern mal durchheilen. Die haben bestimmt auch alle nur noch ein paar HP übrig. Ja, okay, die meisten sind gestorben. Ja, die wollte ich eigentlich nur nehmen, um zu schauen, was die zweite Mine macht. Aber irgendwie, wir haben noch ein bisschen Geld. Kann ich alles auf eine Karte setzen? Yes, okay, dann mache ich das auch. Alles auf eine Karte setzen ist immer gut, lieber Zuschauer. Ihr kommt jetzt aber nicht an, oder? Bleibt bitte weg. Seid ihr hier alles persona non grata? Ja, machen wir gleich. Ruhig noch ein Sicherheitskatapult. Na, Sicherheit ist lahm. Brauchen keine Sicherheit. Was wir brauchen, sind Skorpione. Weil die sind super. Naja, hier kann ich nicht aufs Bild klicken. Ich habe übrigens nochmal geschaut gehabt, ob es E-Click gibt, aber gibt's nicht. Also sieht man zumindest nicht so richtig danach aus. Irgend so eine komische Mischform jedenfalls. Komm, gib mir das Ding. Gib es mir. Oh, Baby. Yes. Na gut, du bist noch nicht so weit, aber du bist so weit. Ich sehe ganz genau, wie ihr hier links rum wollt. Liebe Freunde. Yes. Ich glaube, die sind zu langsam, oder? Ja, ihr seid zu langsam. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Na gut, das ist jetzt auch nicht gerade schnell in dem Sinne. Schaffen wir das? Ey, schickt mal lieber nicht vor. Yes, den brauchen wir gleich. Komm schon. Yes, my lord. Yes, my lord. Go, go! Bam! Bam! Ach man. Sehr unverwundbar, ne? Das hält mir jetzt natürlich auch noch. Okay, hey, easy. So, da haben wir unsere Einheit, unsere Wasserelementare. Unsere Super-Einheit. Ja, im Manual sieht das Ding so aus. Gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Und ich habe früher mal gedacht, das wäre hier einfach hier zwei Augen. Warte, kann ich da so drauf denken? Hier ein Auge und da ein Auge. Und hier eine fette Unterlippe. Und es macht die ganze Zeit. Stimmt natürlich nicht. Wir haben hier einen Arm und da ist der Kopf und hier ist der zweite Arm und hier hinten sind nochmal so Haare, die so ein bisschen rumflattern. Naja, jedenfalls. Ach, weißt du was? Das Ding wird noch ein bisschen geheilt. Hat eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit als der Dämon und hat Reichweite. Haut dafür nicht ganz so stark zu. Aber nicht ganz so stark ist relativ, weil, naja, braucht halt hier drei Schläge statt zwei. Der ist unverwundbar. Na komm, greif das Ding hier oben an. Wow, total die super Einheit. Ach man. Naja, alles nicht so wild. Ich brauche jedenfalls noch ein paar davon. Hast du bestimmt früher auch gemacht. Wenn du früher Warcraft 1 gespielt hast, lieber Zuschauer, war das bestimmt auch deine Strategie. Ich repariere mal das da, weil es mich sonst nervt. Du willst nicht sterben. Ja, dann greifen wir gleich mal mit zweien an. Das ist doppelt so gut. Die nächste Angriffsparty, oder? Ach, weißt du, ich baue noch ein paar Bauern. Mal ein bisschen nebenbei. Ah ja, Upgrades brauchen wir auch. Natürlich. Die Upgrades beeinflussen auch unser Elementar.
Also Verteidigungs-Upgrade und Angriffs-Upgrade. Mag unser Elementar sehr. Unsichtbarkeit, ja, könnte man, ne? Könnte ein paar Elementare unsichtbar machen. Aber gut. Vielleicht mal später. Oh! Ja, wo ist eigentlich die zweite Mine? Könnte mal schön vergessen, mein Freund. Was ist das hier? Water Elemental. Ups, Wolke. Alle arbeitslos geworden. Daneben. Nein, komm schon, geh weg. Na, das ist schon nicht so schlecht, oder? Was sagst du? Der ist halt unverwundbar, aber es macht ja nichts. Ach so, na klar. Warum nicht, Freunde? Parkt euch nur genau vor mich. So, bitteschön. Ah ja, du hast das nächste Upgrade bekommen. Und die halten halt wirklich so lange, dass wenn die keine Magie mehr haben und deswegen sterben, dass dann unsere Zauberer in der Zwischenzeit wieder genug Magie gesammelt haben, um das nächste Elementar zu beschwören. Dass es keine zweite Mine gibt? Ich muss doch... Achso, ich kann nicht erstmal ein bisschen angreifen. Die muss doch hier irgendwo um die Ecke sein, oder? Oder hier ganz links. Kann doch nicht sein, dass wir hier gar nichts haben. Ja, du stehst halt gut. Obwohl. Hier haben wir noch eine. Die ist sogar ein bisschen dicker. Und hier wirklich nicht? Jetzt komme ich nicht drüber hinweg. Oh, du hast ja aufgeräumt, das ist auch sehr schön. Ja, ja, bald, lieber Zuschauer. Geht's hier richtig vorwärts. Ich arbeite mich immer durch. Schadet ja nicht. Ah ja, ihr könnt direkt mal von der anderen Seite anfangen. Ein bisschen die Arbeitswege verkürzen. Na also. Wie Wasserelementar. Ja, im Warcraft 1 Menü steht, dass die Beschwörer sich dazu entschieden haben, Wasserelementare zu benutzen, statt andere Elementare. Weil die Orks scheinbar Feuer gerne benutzen in ihrem Arsenal. Und naja, Wasser ja natürlich eine gute Alternative dagegen ist. Und ich glaube, in World of Warcraft sagen sie, dass Wasserelementare einfach ruhiger sind und besser zu kontrollieren. Und bei den Feuerelementaren hatten wir schon mal mitbekommen gehabt, dass die so stark sind, dass sie manchmal ihren eigenen Beherrscher töten und dann halt in den Todesminen da umherstreifen oder in Karasan halt. Du kriegst mich nicht. Oh yeah. Ja, mit der Reichweite ist natürlich praktisch, weil wir sie dann wirklich einfach oben abstellen können. Und die suchen sich dann schon ihr Ziel. So. Naja, immerhin zwei. Schick ich mal dahin. Werden wir einen der beiden Städte zerstören. Weil kann ich hier mal noch ein bisschen Gold sammeln. Weil warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, Milord. Nein, geh weg mit der Pupswolke.
Die hasse ich echt besonders. Der Rain of Fire ist halt echt super schwer zu kontrollieren, aber die Pupswolke ist wirklich überraschend gut. Ja, die machen auch gegen Farmen und sowas ordentlich Schaden, ne? Wenn wir davon ein paar zur Hand haben. Was ist denn hier? Na, das ist ja süß. Oh, bist tot, ne, sowas. Ja, ich greife mal zuerst den hier an. Nicht, dass er hier Dinge unverwundbar macht. Ja, und die leben immer noch, schau nur. Bisschen Magic haben sie noch. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Die alte Wasserelementarstrategie. Ja, und die haben natürlich dann fast wieder volles Mana. Ja, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan. Ne? Ich habe schon gedacht, oh, das wird nichts mehr. Bisschen wie beim Temple of the Damned. Hatte ich auch schon ein bisschen Angst gehabt. Aber nö. Es geht ganz gut. Ja, wenn die keine Magie mehr haben, verlieren sie langsam HP. Aber Wasserelementare haben so viel HP, dass das echt ganz schön lange dauert. Ja. Probier's nur nochmal, mein Freund. Schadet ja nicht wahr? Nein. Ha! Okay. Wir brauchen noch ein paar Wasserelementare, glaube ich. Oder weißt du was? Wir brauchen gar keine Wasserelementare. Wir brauchen nur Skorpione. Wir brauchen nur Skorpione, lieber Zuschauer. Und zwar viele davon. Geile Skorpione. So. Das ist hier der Disrespect-Move. Das ist wie, keine Ahnung, wenn du in irgendeinem Eco-Shooter jemanden messerst. Nur mit Skorpionen. So. Ach klar, der baut hier eine Farm. Nein, hör auf damit. Ist immer so fies, dass die auch Gebäude setzen können und die haben dann genauso viel HP wie die erbauten Gebäude. Jo. Ach ja, Skorpione. Habe ich ja noch ein paar mehr? Na klar. Ah, das gefällt mir. Pixie. Kommst du auch nicht mehr weg? Dann bist du eingekesselt, mein Freund. Eingekesselt von Skorpionen. Kann ich die mal hier noch alle angreifen lassen irgendwie? Ha! Eingekesselt von Skorpionen. Oh! Von Skorpionen! Was das? Jawohl! Huch, das war bisschen zu knapp von allem her, ne? Ich hätte eigentlich auch gedacht, wir haben ein bisschen mehr Geld, aber. Das lief. Sehr schön. Ausrufezeichen. A soundly defeated. Rank Demigod. Ganz genau, Halbgott. Ja, der Halbgott der Skorpione. Ach, schön. Das hat Spaß gemacht.